Moin moin miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Never Winter. Ja, wir sind hier im Gebirge und zusammen mit Manga wollen wir jetzt ein bisschen mal ausprobieren, was Manga drauf hat. Die ganzen sind ja hier Feuerkreaturen, mehr oder weniger, und er ist ja ein Eismagier. Bin mal gespannt, ob das irgendwie zu unseren Gunsten sich auswirkt. Habe ich hier nicht noch was zu lesen? Nein, habe ich nicht. So, Manga. Hier ist... So, mitnehmen, was geht. Ja, wir nehmen alles mit. Ziel bereits erfüllt. Ja, die Arbeitsanweisungen. Okay. Jetzt müssen wir aber noch verlorene Expeditionsmitglieder finden. Da haben wir bereits einen. Für die Urflamme! Ja, Manga haut echt ganz gut rein. Er kriegt aber auch mächtig Schaden, also... Das hat sein Gutes und sein Schlechtes, sag ich mal. Das Beste wäre, wenn ich Michelle auch noch dabei hätte, aber... Den Luxus haben wir nicht. So, dieses Expeditionsmitglied ist tot. Doch eine nähere Untersuchung fördert ein beschriebenes Stück Papier zutage. Die Schrift wird fahrig und hingeschmiert, aber die Bedeutung ist trotzdem klar zu verstehen. Dies ist die Tat von Zardol. Wer auch immer Zardol ist. Nein, mit euch will ich nichts zu tun haben. Lasst mich in Ruhe. Ah, hier sind echt ganz schön viele von denen. Flammenbogen. Ja, was können die wohl? Geht weg. Leben auslöschen! So, ich hole mal kurz Michelle. Einfach der Heilung wegen. Mit dem Segen der Götter. Und der nächste, Der nächste Tote. Der Zwerg ist eindeutig einer Aschehorde zum Opfer gefallen. Eine Untersuchung der Taschen führt zur Entdeckung eines Dokuments, bei dem es sich scheinbar um eine umfangreiche Liste von Problemen und Fehlverhalten der einzelnen Expeditionsmitglieder handelt. Die Liste endet mit der Zusammenfassung: Wondra, das Verhalten dieses Dummkopfs Zardol, ist während der Durchquerung der verkohlten Waldes immer merkwürdiger geworden.
Er zeigt bei Warnungen oder gar Drohungen keinerlei Reaktion mehr. Fast ist es so, als wäre es ihm egal, was bei dieser Expedition auf dem Spiel steht. Goldsucher Tim Roll hat mir anvertraut, dass er Zardols Verhalten für das eines Besessenen hält. Aber ich habe das sofort zurückgewiesen. Zardol war schon immer träge und faul. Das alles ist nur sein Versuch, sich vor der Arbeit zu drücken. Ich werde bei unserer Rückkehr darauf bestehen, dass ihr seine Not erheblich kürzt. Okay, also irgendwas ist in diesem Zardol. Der kommt einem schon merkwürdig vor. So, kann ich auch hier oben lang? Oha. Da schmeißt jemand mit Lava. Was ist denn das hier? Ah, interessiert uns nicht. Wir suchen den letzten, das letzte Expeditionsmitglied. Na, ist er das? Ja. Expeditionsmitglied. So. So wie Wondra Hillborn es vorausgeahnt hat, ist dieses Expeditionsmitglied gefallen. Komischerweise lassen seine Wunden vermuten, dass er mit der Spitzhacke eines Bergarbeiters erschlagen wurde. Seine Tagebucheinträge beschreiben das zunehmend merkwürdige Verhalten des Expeditionsmitglieds Zardol und wie jede Nacht ein Teilnehmer der Expedition spurlos verschwand. Nachdem erst Deserteure vermutet wurden, kam schnell der schreckliche Verdacht auf, dass der Zwerg Zardol verantwortlich... Au, au, au! Oh, aua, 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 aua. So, also noch einmal. Weiter. Ziel erfüllt. Jetzt schnell zurück. Würde ich mal sagen. Bevor hier wieder alles neu spawnt. Die Frage ist nur... Ach so, da. So, geht alle weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben. Ja, auch ihr Aschenknappen. Also die Gegend ist hier schon echt gefährlich, auch für Stufe 60. Zumindest für Stufe 60 Schurken. Das kann natürlich bei Stufe 60 Magiern ganz anders sein, aber Stufe 60 Schurken haben hier wahrscheinlich schon zu knabbern am Schwierigkeitsgrad. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. So, neues Lager. Was ist hier oben? Nichts Besonderes. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir schicken Manga weg. Passend zum Teil. Der macht zwar ganz gut Schaden, also er ist schon der richtige Helfer hier, aber ich möchte nicht alleine auf meine Heiltränke angewiesen sein. Das ist jetzt quasi mein Problem. Außerdem möchte ich
Balthasar ja ein bisschen pushen. Bringt mir Feuer! Bringt mir Feuer, genau. So, Darnay. Es gibt einige Dinge, bei denen ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Tatsächlich. Ja, hier, guck mal. Verloren in der Asche. Alle meine Schüler wurden von Sardol ermordet? Bei Moradins Hammer, ich hätte ihn bereits zurückschicken sollen, als er angefangen hat, von Stimmen aus der Tiefe zu reden. Ich habe gehofft, dass er den Ruf von Gauntlegrim gehört hat. Und er ist möglicherweise auch dorthin geflohen. Wir haben jetzt aber keine Zeit, ihn zu verfolgen. Da meine Schüler tot sind, muss mir jemand anderes dabei helfen, den Vulkan vor dem Ausbrechen zu bewahren. Ich nicht. Ich nicht. Vulkane sind heiß und gefährlich. Zurückeroberung der Brücke-Warteliste. Was ist denn das hier? Ausgezeichnet. Mit diesen Arbeitsanweisungen kann ich eine Karte der Minen erstellen. So, Dampf ablassen. Um den Vulkan vor einem Ausbruch zu bewahren, müssen wir den Druck ablassen. Dank der von euch gesammelten Arbeitsanweisungen wissen wir, wo die Zwerge die antike Lüftungslöcher gebaut haben. Unglücklicherweise sind die meisten davon mit Geröll verstopft. Ich habe eine Kiste mit explosiven Ladungen für den Minenbau. Da meine Assistenten aber alle tot sind, benötige ich eure Hilfe beim Verteilen der Ladungen. Ja, okay. So, was ist das hier? Grumthrox, der Unbarmherzige, hat in seiner feurigen Legion die Hauptbrücke über den Lavafluss eingenommen. Versammelt eure Gruppe und erobert sie zurück. Das Ereignis Zurückeroberung der Brücke anmelden. Nein. Das möchte ich im Moment tatsächlich nicht. Was ist hier? Explosive Runensteine. Ah, ich brauche die wahrscheinlich, ne? Da oben ist nochmal irgendetwas. Keine Ahnung, was das ist, aber... Okay, Ladung anbringen. Mache ich doch glatt. Bitteschön. Was da hinten? Ach, was zum Mitnehmen für uns. Ja, das nehmen wir auch gerne. Oh. Habt ihr auch gerade in die Ladung reingeschmissen? Ich habe das doch gerade freigemacht. So, was möchte die hier von uns? Dryade. Was macht denn hier bitte eine Dryade? Eines Tages wird mein Baum im Herzen eines großen Waldes sein. Falls wir überleben, natürlich. Eine Dryade mit einem einzelnen Bäumchen. Samen aus der Asche. Beim Ausbruch von Mount Hotnau sind alle meine Schwestern zu Asche verbrannt. Ja. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Vielleicht liegen in ihren verkohlten Überresten noch unaufgegangene Samen. Könntet ihr bitte die Asche des verkohlten Waldes durchsuchen und überlebende Samen bergen? Ja, machen wir doch. Danach sollen wir wahrscheinlich Gärten spielen oder sowas, aber okay, so ist das halt manchmal. Ja, was machen wir denn als erstes? Also, Dampf ablassen? Okay. Ach, wahrscheinlich muss ich dann einfach nur hier rumlaufen. Machen wir glatt. Und hier muss ich nochmal zurück, um Samen zu sammeln. Ja. Es wird hier regnen. Eines Tages. Ja, Asche wird's regnen und Lava und Steine. Das sage ich dir. Ach, hier. Moment mal. Ausbildung beginnen. Hier, geh mal in die Ausbildung. Michelle, komm her. Wie kann ich helfen? So, du kannst helfen, indem du hier mit aufräumst. Und jetzt... einmal die Ohren zuhalten und rums. Au!
seid ihr denn für Idioten? Also diese Schützen sind, die sind nicht nett. Okay. Michelle, Ohren zu halten. Und weg hier. Für die Urflamme. Das sind mir gerade ein bisschen viele. So. Die Zeit ist übrigens ja auch schon rum, also... So. Zurück ins Lager, ein bisschen erholen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Sprengen hier und danach mit dem Samensammeln. Und was dann sonst noch kommt, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, sage ich tschüss und bis bald.